So, hallo Leute und herzlich willkommen. Es ist wieder Sonntag, 19 Uhr. Punkt. Ja, das heißt, wir lernen heute wieder ein bisschen Deutsch zusammen. Ja? Also, was schauen wir uns heute an? Heute schauen wir uns die Artikel und die Adjektive an und wie wir die korrekt deklinieren. Ihr wisst wahrscheinlich, das ist eins der schwierigsten Themen in der deutschen Grammatik. Und selbst bei Leuten, die schon 10, 20 Jahre in Deutschland sind, kann man speziell bei der Adjektivdeklination oder auch bei dem ein oder anderen Artikel immer noch hören, dass sie keine Deutschen sind, ja, sondern dass sie Deutsch halt später im Alter gelernt haben. Also, deshalb ist das natürlich ein Thema, was man gar nicht oft genug trainieren kann. Ja? Und ich hoffe, euch gefällt mein neues kleines Layout mit meiner Website und unten Live-Kurse, Prüfungsvorbereitung. Also da könnt ihr nachschauen auf meiner Website. Und wenn ihr Live-Kurse sucht, ja, also mit einem Lehrer live, oder ihr wollt euch auf eine Prüfung vorbereiten, oder ihr sucht vielleicht Videokurse, die ihr zu Hause alleine lernen könnt, all das findet ihr auf meiner Website. Ja? Gut. Natürlich neben der Website, ja, gibt es immer noch. Und das wird auch so bleiben, das aktuelle YouTube-Projekt. Das heißt, ihr könnt immer noch Mitglied werden in meinem Kanal, indem ihr hier, das sieht man jetzt gerade nicht, ist ein bisschen klein. Muss ich das ein bisschen kleiner machen? Ja, also hier, das kann man jetzt wirklich nicht sehen. Also unter meinen Videos auf jeden Fall. Ich versuche das gerade noch mal so zu machen, dass man das sehen kann. Ne? Vielleicht kann ich das hier kurz, kleinen Augenblick. Ja, genau. Unter meinen Videos gibt es einen kleinen Join-Button, den ihr hier unten seht. Ja, und wenn ihr dort mitmacht, das kostet 15 Euro im Monat. Wie gesagt, das ist unabhängig von meiner Website. Das ist immer noch das YouTube-Projekt. Ja, es kann sein, dass ihr diesen Button nur am PC und am Laptop seht. Ja, weil auf der App sieht man das manchmal nicht. Und wenn ihr wissen wollt, was ihr dafür bekommt, kann ich euch das auch kurz sagen. Und zwar machen wir gerade C2, aber es gibt schon komplett B1, komplett B2, komplett C1. Ja, es gibt Hausaufgaben für jede Lektion. Wir treffen uns einmal die Woche und machen einen Stream zusammen, der auch ein bisschen länger geht. Es gibt ein paar mehr Übungen. Ihr könnt Fragen stellen. Es gibt jede Woche eine Wörterliste, die ihr lernen sollt. Es gibt Grammatikübersichten, Erklärungen. Hör-Leseaufgaben, Prüfungstraining natürlich auch für die TELC-Prüfungen und ihr könnt noch Mitglied in meiner speziellen Facebook-Gruppe werden. Ja, das ist wie gesagt das YouTube-Projekt und das ist unabhängig von meiner Website und hier unten seht ihr nochmal einen guten Spruch: Übung macht den Meister. Ne? Gut, aber genug mit der Werbung, wir sind ja hier, um Deutsch zu lernen, ne? Und wir schauen uns jetzt erstmal hier nochmal ganz kurz die Tabelle an. Ja? Hier habt ihr nochmal alle Artikel. Ich denke, das ist nichts Neues für euch. Der, die, das, eine, ein, den, die, das, einen, eine, ein, dem, der, dem, Plural den, einem, einer, einem und Genitiv des, der, eines, einer, eines. Ja, dieser Artikel, das ist natürlich das Erste, was ich wissen muss. Und wenn ich den Artikel kenne, ist die Adjektivdeklination relativ einfach. Das heißt, heute trainieren wir beides. Ja, wir trainieren nicht nur die Adjektivdeklination, sondern auch den Artikel dazu. Das heißt, ihr müsst heute beides machen. Das zeige ich euch gleich in der Übung. Ja? Kalle, das findest du alles in den Hausaufgaben. Unter jedem Video, du bist ja Mitglied, gibt es in der Videobeschreibung Hausaufgaben und dort findest du die Grammatikübersicht, die Hausaufgaben und auch die Wörterliste. Ja? So, dann, wenn wir diese Artikel wissen, ist die Adjektivdeklination, wie gesagt, relativ einfach, weil ich euch hier so eine schöne Tabelle vorbereitet habe. Und was ihr euch hier schon merken könnt, ist, wenn wir der, die, das haben oder eine, was so die normalen Artikel sind, ja, dann ist die Endung e, er oder es. Wenn der Artikel verändert ist, ihr seht das hier, den, dem, der im Dativ oder Genitiv, des, die Plural, einen, einem, einer, eines, ist die Endung immer en. Das heißt, was ihr euch als Grundregel merken könnt, wenn der Artikel verändert ist, dann ist die Endung immer en. Ja? Das ist eigentlich relativ, das ist eine sehr gute Regel. Ja, wenn ihr die im Kopf habt, könnt ihr schon 50, 60% der Adjektivdeklination korrekt machen.
Dann brauchen wir nur noch der, die, das und eine und null Artikel Plural. Also wenn wir keinen Artikel haben im Plural, ist die Endung auch e. Da sehen wir gleich ein paar Beispiele. Und dann müsst ihr nur noch lernen, bei ein oder mein oder dein, das ist das Gleiche, ne? Ist die Endung entweder er oder es. Ja? Mein großer Bruder, weil es ist der Bruder, mein großer Bruder, aber mein schönes Handy, ja, das Handy. So, das ist also schon alles, was ihr theoretisch wissen müsst, um wirklich korrekte deutsche Sätze zu bilden, ja? Gut, als kleine Hausaufgabe jetzt schon mal für alle, wenn wir fertig sind, schreibt ihr bitte 5 Sätze mit Adjektivdeklination und korrekten Artikeln. Ja, achtet bitte drauf, setzt euch hin, guckt euch die Sätze an und schreibt die dann unten in die Kommentare. Ja, und ich kann euch dann wieder ein kleines Feedback geben. Gut. Wir machen jetzt erstmal 5 Beispiele zusammen. Ja, und danach gibt es dann 20 für euch, die ihr alleine machen sollt. So. Hier haben wir das nochmal. Hast du mein klein Schwester gesehen? Ja, ich erkläre euch das jetzt einmal ganz kurz. Wir wissen ja, Schwester ist die. Haben geht mit Akkusativ, also eine oder meine. Dann haben wir meine kleine. Ja? Also hast du meine kleine Schwester gesehen? Ja, ihr müsst das jetzt nicht im Chat schreiben, sondern ja, der Stream wird immer aufbewahrt. Den könnt ihr euch auch später anschauen, ne? Ich kann jetzt deinen Namen leider nicht lesen, weil es russische Buchstaben sind. Aber alle Streams könnt ihr euch später noch anschauen. So, nächstes Beispiel. Jetzt haben wir hier Auto. Müssen wir erstmal wissen, was ist. Das ist Nominativ, weil das das Subjekt ist. Auto ist natürlich das. Wenn wir nochmal gucken. Das Auto, also. Ja. Ganz einfach. Das teure Auto und jetzt haben wir hier Genitive, das seht ihr hier an Mannes, ja, das ist eine Substantiv-Substantiv-Kombination. So, Mann ist natürlich maskulin, also des und gucken wir hier ist des, das ist ein veränderter Artikel, da müssen wir gar nicht nachdenken, Endung en. Ja, also das teure Auto des alten Mannes wurde gestohlen. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr schön, wenn ihr das korrekt macht, ja? Gut. Wie gesagt, die Beispiele müsst ihr noch nicht in den Chat schreiben. Das machen wir gleich. Das ist nur ein kleines Warm-up. Ja? Zum Warmwerden, kann man sagen. Also, ich sehe gerade, Film ist der. Sehen geht mit Akkusativ. Also, ja, einen, wissen wir auch, ist ein veränderter Artikel. Endung en, ganz einfach. Ich sehe gerade einen interessanten Film. Mit geht mit Dativ. Freund ist maskulin. Maskulin, Dativ, mit einem, wieder, Artikel ist verändert, Endung en. Also ich sehe gerade einen interessanten Film mit einem guten Freund von mir. Okay? Dann Nummer 4. Das hier ist ein deutscher Witz. Mal sehen, ob ihr den versteht. Ja? Also erstmal machen wir die Deklination. Pferd ist das. Ja, also haben wir ein mit das ist die Endung es. Hä? Also hier haben wir keine Endung. Ein schwarzes Pferd kommt in eine Bar. Fragt der Barkeeper, warum so Gesicht ist auch das. Also wieder das gleiche. Ein langes Gesicht. Ja, und auf Deutsch ein langes Gesicht haben. Bedeutet traurig sein. Ja, das ist so ein Sprichwort für traurig sein. Und ein Pferd kommt in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Ja, weil Pferde haben auch ein langes Gesicht, aber langes Gesicht bedeutet auch traurig sein. Ich weiß nicht, ob ihr den Witz versteht. Ja, wenn nicht, ist auch okay. Hauptsache, ihr macht die Adjektivdeklination korrekt. Ja? Deutscher Humor, ja, den verstehen auch nicht so viele, ist okay. Dann. Sie trägt heute, jetzt haben wir Plural im Akkusativ, kein Artikel und Plural, das ist hier. Ihr seht hier Plural, Nominativ, Akkusativ, auch E. Also, sie trägt heute rote Schuhe. Ah, hier fehlt noch ein und. Und ihre, ja, ist wie eine, ihre, ah nee, sorry, ihre,
ist Plural, wie der bestimmte Artikel. Ja, das seht ihr hier. Meine, Plural. Meine, deine, seine, ihre. Ja, wenn wir den Possessivartikel im Plural haben, ist die Endung auch en. Okay, das heißt, das Einzige, wo wir Plural nicht en haben, ist, wenn wir keinen Artikel haben und Nominativ oder Akkusativ. Ja, so wie in dem Beispiel davor, wie hier. Rote Schuhe. Hier haben wir keinen Artikel und es ist Akkusativ, also nur ein E. Sonst ist Plural auch immer en. Ja, und ihre gelben Lieblingssocken. Okay. Dann geht's jetzt los und jetzt kommen die Sätze für euch. Ich möchte euch noch kurz erklären, wie ihr das bitte in den Chat schreibt. Ja? Frage, wie sollt ihr das in den Chat schreiben? Schreibt bitte einfach die Wörter. Also in dem Fall hättet ihr jetzt geschrieben rote Schuhe plus gelben Lieblingssocken. Ja, so schreibt ihr das bitte in den Chat. Ja, dann müsst ihr nicht den kompletten Satz schreiben, das dauert zu lange. Das heißt, ihr schreibt einfach nur das Adjektiv. Ihr könnt auch den Artikel dazu schreiben, das ist egal. Machen wir noch ein Beispiel hier. Ich sehe gerade, also hier würde ich jetzt schreiben, einen interessanten und einem guten. Ja, da könnt ihr vielleicht in der Mitte ein kleines Plus machen. Ja, dann kann ich das gut lesen und sehe, ob ihr das verstanden habt. So schreibt ihr das bitte in den Chat. Ups, einen guten. Ja, also für dieses Beispiel einen interessanten, einen guten. Alles klar, okay. Dann los geht's. Erstes Beispiel. Und wenn ihr mir kurz einen kleinen Gefallen tun könnt, alle, die jetzt da sind, klickt mal kurz auf Like unter dem Video. Ja, das heißt dann, dass das Video ein bisschen schneller verbreitet wird und dann kommen noch ein paar mehr Zuschauer. Viele von euch kennen ja vielleicht meinen Traum, 1000 Zuschauer. Bis jetzt hatten wir, glaube ich, 800 maximal. Also wenn ihr fleißig liked, ja, unter dem Video auf den Daumen klicken, dann könnten wir vielleicht heute auf 1000 kommen. Wer weiß, warum nicht? Ja, das sieht gut aus, Leute. Genau. Laptop ist der, also einen, ne, akkusativ neuen Laptop für seine bald beginnende Ausbildung. Ja, und die gerade in meinem Stream mitmachen, also meine Mitglieder, die sollten wissen, was das hier für eine Form ist. Ja, das schauen wir uns jetzt nicht weiter an. Ist auch klar, was das bedeutet. Ne? Gut. Okay. Dann zweites Beispiel. 20 habe ich für euch. Ja? 20 Beispiele machen wir heute. Hier müsst ihr aufpassen. Denkt daran, das hier ist Plural. Ja? Ich habe euch ja gerade erklärt, bei Plural ist die Endung eigentlich immer Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Außer bei Nullartikel. Ja? Wie ist die korrekte Endung hier? Leute, vielen Dank für die Likes. Ja? Danke, danke. Cetavera, ja, das kann sein. Das habe ich jetzt im Duden gar nicht nachgeschaut, um ehrlich zu sein. Aber in der Realität sagt keiner das Laptop. Ja? Es sagen alle der Laptop. Also habe ich noch nie gehört, dass jemand das sagt. Gut, Leute. Also, es ist natürlich Plural mit einem Artikel, also ist die Endung en. Ne? Brauchen wir gar nicht nachdenken. Und dann kommen mich in. Das ist dann eine Wechselpräposition. Die Frage ist, wo kommen Sie mich besuchen? In plus die Frage, wo bedeutet Dativ? Wohnung ist die, also in meiner. Veränderte Artikel. Über die Adjektive brauchen wir gar nicht nachdenken. Ganz klar en. Ja, also damit hättet ihr vielleicht ein Problem. Ne? Ja, in plus wo ist Dativ. Ja, da können wir nochmal kurz auf die Tabelle gehen. Ne? Wenn wir Feminin haben, Dativ hier, einer, meiner, deiner. Ja? Alles das Gleiche. Dann Nummer 3.
Ein Beispiel, das mit Genitiv beginnt. Ist eigentlich relativ einfach, Genitiv. Ihr könnt auch schon an dem S hier am Ende erkennen. Dann ist schon klar, welchen Artikel wir hier brauchen. Adjektivdeklination ist auch klar. Und hier haben wir anziehen, geht auch mit Akkusativ. Marilyn, nein, wir haben ja meine Freunde. Ja, wenn wir nur Freunde haben, dann ist das richtig, dann ist das kein Artikel. Aber meine Freunde ist wieder bestimmte Artikel. Ich kann sagen, die besten Freunde oder meine besten Freunde, ist das gleiche. Ja? Kerstin, vielen Dank. Ja, was ich jetzt so ein paar Mal sehe, und das sehe ich bei Genitiv relativ häufig, ist, dass Leute schreiben Kaltes. Ja? Aber diese Endung ES gibt es bei Genitiv nicht. Wir haben hier wieder einen veränderten Artikel, keinen Standardartikel, also ist die Endung sowieso EN. Und Jacke ist klar, das ist feminin, also haben wir eine dünne Jacke. Gut. Dann Nummer 4. Ja, hier haben wir Rock und Schuhe. Hier haben wir null Artikel Plural. Ja, das habe ich gerade ein paar Mal erklärt. Das müsste jetzt eigentlich kein Problem sein. Dann müsst ihr nur noch wissen, welcher Artikel geht mit Rock. Ja, dann wisst ihr das hier auch ohne Probleme. Nadja, super, super, super. Genau, also bei Rock, ich sehe ein paar falsche Antworten. Schauen wir nochmal. Es ist der Rock, Akkusativ einen. Ja, da brauchen wir auch wieder gar nicht nachdenken. Einen ist wieder ein veränderter Artikel, also Adjektivendung auch en. Einen blauen Rock. Und hier haben wir null Artikel, das ist das hier. Kein Artikel, Plural, ist die Endung e. Sie trägt einen blauen Rock und weiße Schuhe. Das klingt so schön, wenn ihr das korrekt macht, Leute. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, daran zu arbeiten. Ne? Dann, er spricht mit... Ah. Ups, das habt ihr nicht gesehen. Ne? Dann, er spricht mit Punkt, 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 Frau über Punkt, 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 Job. Ja, denkt daran, mit geht mit Dativ, Dativ Feminin, über geht mit Akkusativ. Ja, gut, Leute. Also er spricht mit der alten Frau über seinen neuen Job. Schauen wir nochmal. Die Frau im Dativ der Frau. Jetzt dürft ihr nicht verwechseln, dass es zweimal der gibt. Es gibt hier der, das ist aber Nominativ, das ist das der hier. Und dann gibt es nochmal der im Dativ oder Genitiv, hier. Ja, das heißt, wenn wir das hier haben, ist die Endung en. Ja, also bei der müsst ihr ein bisschen aufpassen. Okay. Und über geht mit Akkusativ der Job, also seinen neuen. Nummer 6. Punkt, 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 Auto gehört Punkt, 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 Schwester. Was brauchen wir hier? Nadja, ich sehe schon, für dich ist das kein Problem. Ne? Fernanda, sehr schön. Genau, also Auto ist das. Wir wissen, bei der, die das, ist die Endung E. Ja, hier, der, die das, Endung E. Und jetzt haben wir gehören geht mit Dativ. Also,
Meiner und dann ist die Endung wieder en. Ja? Gut, Nummer 7. Punkt, Punkt, Punkt. Politiker hat Punkt, Punkt, Punkt Wahl gewonnen. Kerstin, sehr schön. Ja, Lilly, denk dran, meiner ist wieder ein veränderter Artikel, also die Endung en, ne? Meiner Kleinen. Ja, es ist meine Kleine, aber meiner Kleinen. Paula, super. Paula Schneewind. Auch ein interessanter Name. So, was haben wir hier mit Politiker? Also, es ist natürlich der Politiker, ist ja klar. So, der, die das, wissen wir, ist die Endung E. Der beliebte Politiker hat. Und jetzt kommt Akkusativ, das ist aber egal, weil, ja, das ist vielleicht das, was ihr nicht wisst. Ja, welcher Artikel geht mit Wahl? Die Wahl. Also, dann wieder die letzte. Ja, ganz einfach, hier haben wir der und die. Ja, der und die. Endung E. Dann, sie trinkt Kaffee und isst Stück Kuchen. Was brauchen wir hier? Ja, welcher Artikel geht mit Kaffee und welcher mit Kuchen? Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es ist der gleiche Artikel. Ach so, nee, sorry. Kaffee und Stück, ja? Es geht um Stück, ist nicht der gleiche Artikel. Genau, Kaffee ist der Akkusativ, also einen schwarzen Kaffee und ist Kuchen ist das, ja? Stück ist das, sorry. Ein kleines. Ja? Ja, bei einem müsst ihr mal gucken. Ne? Bei ein das, ES, der, ER. Ja, und das ist hier relativ einfach. Ne? Trinken geht mit Akkusativ, Kaffee ist maskulin, also haben wir einen. Und wir wissen, das ist wieder ein veränderter Artikel, Endung EN. Müssen wir gar nicht mehr in die Tabelle schauen. Ne? Ihr seht ja, das sind hier die einfachen, man könnte auch sagen, die einfachen Artikel. Der, die, das, eine, ein. Ja, das sind die einfachen Artikel. Und die veränderten Artikel sind alle hier oben. Ja? Endung immer en. Gut, Nummer 9. Jetzt seht ihr auch, warum die Artikel so wichtig sind. Weil wenn ich den Artikel von Jeans nicht weiß, dann kann ich nicht den korrekten Artikel finden und ich kann dann natürlich auch nicht das Adjektiv direkt korrekt deklinieren. Ja? So, das heißt. Ohne Artikel kann ich keinen korrekten Satz sprechen. Es geht einfach nicht. Nelly, Stück Kuchen, das sagen wir einfach so. Du könntest theoretisch auch sagen, ich esse ein Stück des Kuchens. Aber das klingt ein bisschen too much. Ja, das würde man auf Deutsch nicht sagen. Man sagt einfach ein Stück Kuchen. Ja, manche Sachen sind einfach, wie sie sind. Ja, die haben sich über die Zeit so entwickelt und so sagen wir das jetzt. Auch wenn sie grammatikalisch keinen Sinn machen. Also das ist eigentlich eine gute Frage, Nelly. Ja? So, was ist mit Jeans? Welcher Artikel geht mit Jeans? Michael, sehr schön. Also Jeans ist die Jeans. Also haben wir eine neue Jeans. Hemd ist das Hemd. Genau, also haben wir ein schwarzes Hemd. Gut, ne? Beides Akkusativ. Brauchen plus Akkusativ. Okay. Dann Nummer 10. Hast du Punkt, Punkt, Punkt schon geantwortet? Ne? Er hat uns gestern Anfrage geschickt. Ich gebe euch einen kleinen Tipp zum Nachdenken. Antworten braucht welchen Kasus? Akkusativ oder Dativ? Und wenn ich das schon so frage, könnt ihr euch schon denken, was die korrekte Antwort ist. Ja?
Leute, ich sehe gerade, wir sind 600 Zuschauer. Ja, danke, danke. Schön, dass ihr alle da seid. Ja? Okay, ich sehe gerade, es gibt hier verschiedene Antworten. Meine Idee war auch dem neuen Kunden. Ihr denkt jetzt vielleicht, dass das Plural sein muss. Nein, muss es nicht. Das ist N-Deklination. Ja, ich habe jetzt nicht die Zeit, das zu erklären, aber theoretisch würde auch gehen den. Ja, dann ist das Plural. Das heißt, das hier kann beides sein. Ja, es gibt Substantive, die bekommen noch ein extra N am Ende und sehen dann aus wie Plural, sind aber kein Plural. Das heißt, hier können wir das nur am Artikel erkennen. Wenn ich sage dem neuen Kunden, ist das einer. Wenn ich sage den neuen Kunden, sind das mehrere. Beides ist theoretisch korrekt. Aber wie gesagt, das ist ein extra Thema, N-Deklination. Ja? Und dann genau, Anfrage ist relativ einfach, ist ein E am Ende, das ist fast immer feminin, also eine interessante Anfrage geschickt. Gut, die Hälfte haben wir. Weiter mit Nummer 11. Was brauchen wir hier? Ich denke, es ist relativ einfach. Tag, da kennt ihr den Artikel garantiert. Schwimmbad kennt ihr wahrscheinlich auch, weil Bad, Schwimmbad hat natürlich den gleichen Artikel. Genau, Antworten geht mit Dativ. Nelly, schönen guten Abend. Adia, denkt daran, bei ein gibt es nur zwei Endungen, er oder es. Niemals e. Ja? Genau, es ist der Tag, also ein heißer Tag. Ja, das Verb sein, ne? Da brauchen wir den Nominativ, das ist ja auch das Subjekt. Ja? Deshalb waren wir in und jetzt wieder in plus die Frage wo, Dativ, das Bad, also dem Bad. Und wenn wir wissen, dass das dem ist, ist die Endung natürlich auch ganz einfach, en. Ja? So, und es ist der Tag hier ein heißer Tag. Ja? Gut. Dann Nummer 12. Der Griff, ja, das ist das, wo ich das Fenster auf und zu machen kann. Ist kaputt. Kennst du Handwerker? Ja, Handwerker sind natürlich Menschen, die mit den Händen arbeiten, ne, die Sachen reparieren. Ja, das sind allgemein Handwerker. Ja, das hier ist wieder eine Substantiv-Substantiv-Kombination. Das heißt, wir brauchen hier in der Mitte natürlich. Ich gebe euch einen Tipp, es beginnt mit G. Santiago, ganz genau. Ja, also des, Endung wieder ganz klar. Der Griff des neuen Fensters ist kaputt. Kennst du, Handwerker ist der. Kennen geht mit Akkusativ. Ja, schauen wir nochmal. Das heißt, wir sind hier. Und wenn wir hier sind, sind wir natürlich auch wieder hier. Also, kennst du einen guten Handwerker? Gut, dann Nummer 13. Ups. Mädchen und Ball. Welche Artikel brauchen wir hier? Ja, bei Mädchen ist das ein bisschen komisch. Viele denken, dass das die ist, weil das ja eine Frau ist. Aber Mädchen hat einen anderen Artikel. So wie alle Wörter, die mit chen enden. Ja, die haben alle den gleichen Artikel. Und das ist nicht die. Anna, super. Mehmet auch. Genau, es ist das, ja, wir wissen, der, die, das, Endung E. Das kleine Mädchen spielt mit. Ball ist der, aber mit geht natürlich mit Dativ, deswegen mit dem roten Ball. Sehr gut. 14.
Hier haben wir wieder Genitiv. Hä? Wegen geht mit Genitiv. Hier haben wir sogar doppelt Genitiv. Ja, weil die haben ja wegen plus Genitiv. Und dann haben wir hier ein Substantiv und hier ein Substantiv. Das heißt, das ist doppelt Genitiv. Das seht ihr ja auch schon an dem S hier am Ende. Hä? Oder an dem ES. Also ist das eigentlich relativ einfach. Weil wenn wir hier ein S am Ende haben, dann gibt es nur einen Artikel, der da stehen kann. Ganz richtig, und das ist des. Ja? Und wenn wir ES haben, ist hier natürlich die Endung EN. Wegen des baldigen Geburtstags seines besten Freundes fährt er nach Berlin. Easy, easy peasy. Ja? Dann Nummer 15. Ja, hier haben wir jetzt Plural, Akkusativ und hier haben wir wieder Dativ, weil es ist in plus die Frage, wo ist wieder Dativ? Martin, auch super. Wie kennt's ja, top. Genau, das ist wieder relativ einfach. Gläser ist Plural, also haben wir einen Pluralartikel. Wir wissen, wenn es Plural ist, es ist immer en, außer bei Nullartikel, ja, die wir gestern in, geht mit Dativ, weil die Frage wo ist. Also, Supermarkt ist der, also in dem, ganz einfach, groß N. Hast du die neuen Gläser, die wir gestern in dem großen Supermarkt gekauft haben? Hast du die neuen Gläser gesehen? Die wir gestern in dem großen Supermarkt gekauft haben. Genau. Dann 5 haben wir noch. Hier haben wir keinen Artikel, aber wir haben Dativ. Ja? Was heißt das, wenn wir keinen Artikel, aber Dativ haben? Und hier haben wir jetzt wieder in, aber dieses Mal ist die Frage wohin, nicht wo. Also brauchen wir Akkusativ. Ja? Nadja, ich sehe, du bist echt fit. Also richtig fit, hä? In Adjektivdeklination. Ja, also das sieht schon sehr gut aus, was du da machst. Genau, also, wir haben jetzt hier Nullartikel Plural, aber Dativ. Ja, das ist das hier. Das heißt, wenn wir keinen Artikel haben im Dativ, ist die Endung en. Wenn wir keinen Artikel haben, aber Nominativ oder Akkusativ, ist die Endung e. Ja, also mit dreckigen Schuhen. Aber ich kann sagen, er trägt dreckige Schuhe. Akkusativ. Ja? So, und dann Wohnung ist die. Akkusativ. Und wir wissen, der, die, das. Endung E. Ja? Also mit dreckigen Schuhen darfst du nicht in die saubere Wohnung gehen. Ja, das ist ein Satz, den Mütter häufig sagen. Ne? Dann Nummer 17. Tablet-Artikel und Garantie ist eigentlich wieder relativ einfach. Ja, das könnt ihr an dem Ende hier erkennen. Nee, Santiago, wenn wir in haben, gibt es zwei Optionen. Ist die Frage, wo brauchen wir Dativ? Ist die Frage, wohin brauchen wir Akkusativ? Also ich kann sagen, ich bin in der Wohnung, wo bist du? Ich bin in der Wohnung, Dativ. Wohin gehst du? Ich gehe in die Wohnung, Akkusativ. Ja? Wechselpräpositionen heißt das. Weil sie wechseln können zwischen Akkusativ oder Dativ. Wo plus Dativ, wohin plus Akkusativ. Ja? Genau, Tablet ist das, also mein neues
Tablet ist leider schon kaputt. Glücklicherweise habe ich Garantie ist die, also eine zweijährige Garantie. Genau. Dann, sie hat Punkt, Punkt, Punkt Bruder und Schwester. Das ist, denke ich mir, relativ einfach. Ja. Ganz am Ende, dann Nummer 20 ist ein bisschen schwierig. Da bin ich gespannt, wie viele von euch das richtig machen. Ja. Also Bruder ist natürlich der, haben mit Akkusativ, also einen kleinen Bruder und eine große Schwester. Ja, das ist relativ einfach, ne? Dann zwei haben wir noch. Und wie gesagt, der letzte ist ein bisschen schwierig, ja? Hier aufpassen. Was ist das Verb? Fehlt sogar ein S. Ja. Also, genau, Kollegin ist die, aber helfen geht mit Dativ. Also der und dann wieder EN, ganz einfach. Hilfst du bitte der neuen Kollegin? Es ist Tag ist der, aber das hier ist Nominativ. Also, ja, ein mein oder dein oder ihr ist das gleiche. Also ihr erster Tag. Genau, keine Endung hier. Ne? Ja, das ist genau die gleiche Endung, die ein hier hat. Auch keine. Ich kann sagen, ein Tag, mein Tag, dein Tag oder auch ihr Tag. Dann das letzte Beispiel. Mal gucken. Ja, ich sag mal gar nichts dazu. Mal sehen, ob ihr das selbst seht, was wir hier brauchen. Ja, Martin, der neuen Kollegin ist richtig, genau. Ja, Siri, ihr ist wie mein, dein, ein. Ne? Das heißt, da kann nur die Endung er oder es kommen, wenn wir keine Endung an dem Pronomen haben. Ne? Farschid macht das korrekt, ja. Wie kennt's ja auch? Also, schmecken geht mit Dativ. Hä? Ja, das dürft ihr nicht vergessen. Deswegen ist das der alten Frau. Ja, im Dativ hier. Hä? Ja, die Frau, also der, und dann natürlich ist das der Dativ, also hier. Hä? Und die Endung ist dann en. So, wie hat der alten Frau und Gericht ist das, also das neue Gericht geschmeckt. Gut, wie gesagt, als kleine Hausaufgabe solltet ihr könnt euch auch, ich kann das hier noch mal kurz zeigen, ja, das würde ich euch sowieso empfehlen, dass ihr euch diese zwei Tabellen noch mal zu Hause abschreibt, ja? Also kann ich das so machen, dass man das gut sehen kann. So. Ja, wenn ihr jetzt das Video später nochmal guckt, könnt ihr jetzt auf Pause klicken. Ihr schreibt euch diese zwei Tabellen zu Hause ab. Dann setzt ihr euch hin und versucht, korrekte Sätze zu schreiben. So lernt ihr die Adjektivdeklination und auch die Artikel. Ihr könnt jeden Tag 10 Sätze schreiben zu Hause. Was habt ihr heute gemacht? Ja, heute war ich in einem großen Supermarkt. Ich habe eine gelbe Banane gekauft. Ja, schreibt ihr einfach 10 Sätze, was ihr am Tag gemacht habt. Wenn ihr das zwei, dreimal die Woche über ein paar Monate macht, werden eure Artikel und eure Adjektivdeklination viel, viel besser werden. Und ich kann euch das nur raten, weil das einfach einen großen Unterschied macht. Ja, das klingt einfach super, wenn ihr das korrekt macht.
So. Aber die Hausaufgabe für jetzt erstmal: mindestens 5 Sätze mit Adjektivdeklination nicht jetzt in den Chat schreiben. Das schreibt ihr bitte, wenn das Video fertig ist, unter das Video in die Videobeschreibung. Ja? Genau. Schmecken ist Dativtricher. Ich kann fragen: Schmeckt dir die Suppe? Kannst du sagen: Ja, mir schmeckt die Suppe sehr gut. Hä? Okay, Leute. Also, dann sind wir schon fertig für heute. Ja. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Mal ein bisschen größer. Ja, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und dass ihr natürlich ein bisschen was gelernt habt und einfach versteht, wie diese Taktik bei den Artikeln und bei den Adjektiven funktioniert und wie ihr das schnell lernen könnt. Wenn ihr euch jetzt hinsetzt und das 2, 3 Mal die Woche zu Hause macht und immer mit der Tabelle kontrolliert, dann werdet ihr sehen, werdet ihr relativ schnell deutlich besser werden. Ja? Natürlich könnt ihr auch Deutsch sprechen und die Artikel und die Adjektivdeklination immer falsch machen, aber es kommt darauf an, was wollt ihr im Leben. Ja? Wenn ihr gute Jobs wollt, wenn ihr in Deutschland arbeiten wollt, kann ich euch nur empfehlen, das zu machen. Gut, dann sind wir durch für heute. Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Wir waren heute fast 700. Ja? Also, schön, dass ihr immer dabei seid, dass ihr so nett kommentiert. Ja, das freut mich total und motiviert mich auch immer weiterzumachen, neue Ideen zu entwickeln, wie ich euch das noch besser erklären kann und Übungen zu schreiben. Ja, also mir macht das auch total viel Spaß. Jake, vielen Dank für die kleine Spende. Danke, danke. Ja, und genau. Wir sehen uns in 2 Wochen am Sonntag wieder und natürlich an alle Mitglieder. Wir sehen uns am Donnerstag in dem Donnerstagstream. Ja? Für alle, die dann noch mitmachen wollen, ja, könnt ihr euch gerne noch anmelden. Ihr seht das hier neben meinen Videos, gibt es diesen kleinen Join-Button hier. Ja? Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr euch anmelden für 15 Euro im Monat und dann könnt ihr an dem Extra-Stream teilnehmen. Ja? Das habe ich am Anfang des Videos schon erklärt. Gut, dann Leute, nochmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und ja, machen wir hier einen Punkt. Ja? Also, alles Gute Leute, macht die Hausaufgaben und schreibt für ein paar Wochen einfach ein paar Sätze und seht mal, wie schnell sich das verändert, wenn ihr das macht. Ja? Gut, also, dann bis zum nächsten Mal. Adios.